Ja, das war natürlich sehr, sehr wichtig. Wir haben ja auch den Torhüter rausgenommen, dass um all in zu gehen. Also wir brauchen dringend mindestens diesen Punkt. Und jetzt ist das alles offen wieder mit diesem Treffer von Schiller. Und von daher war das dann extrem wichtig. Und ja, war ich erstmal erleichtert, dass er Tor gemacht hat. Und zweitens habe ich einfach auf Tor geschaut, ne, auf die Uhr geschaut und so, ob wir es schaffen reinzuwechseln. Und von daher war das schon eine Erleichterung, aber insgesamt bin ich nicht allzu zufrieden mit unserem Spiel. Also das ist richtig klar. Mich hat das auch irgendwie gefühlt ein bisschen an Ägypten erinnert. Wir haben gerade schon mal kurz in der Kabine gesprochen. Das war irgendwie so, dass wir in der Halbzeit vielleicht ja, ein bisschen zu negativ gestimmt waren. Wir haben letztendlich mit einem Tor zur Halbzeit geführt. Haben sogar in der ersten Halbzeit eigentlich richtig gut gespielt, nur haben wir halt teilweise auch viele gute Chancen liegen lassen. Das haben wir vielleicht ein bisschen zu schlecht gesprochen, sodass wir ja, dann Anfang der zweiten Halbzeit so ein bisschen zerfahren da reingekommen sind, nicht mehr diese richtige Ordnung hatten. Klar, dann ist halt, glaube ich, ein Stück weit menschlich, dass man da ein bisschen gefühlt nervös wird, nicht so richtig weiß, okay, wie kann das denn jetzt sein? Aber ich glaube, das spricht auch für uns, dass wir dann da Charakter bewiesen haben und trotzdem nochmal stark zurückgekommen sind.